Und jetzt Anno Penis. Heute stiller Lärm vom Verlernen der Ruhe. Die Menschen, die vor der Erfindung des Smartphones gelebt haben, müssen wahre Überlebenskünstler gewesen sein. Zu dem Schluss kommt man, geht man in ein beliebiges Restaurant, eine Cocktailbar oder zu einem Kaffeeanbieter und beobachtet dort das Verhalten eines Individuums, wenn es von seiner restlichen Gruppe kurzzeitig getrennt wird. Kaum schrumpft die Tischgesellschaft auf weniger als zwei Personen, weil die anderen Gesprächspartner bedingt durch Flüssigkeits- oder Nahrungsaufnahme die sanitären Einrichtungen aufsuchen müssen, greift das einsame Überbleibsel sofort zu seinem mitgeführten Taschentelefon und prüft das digitale Abbild bei Facebook auf Neuigkeiten oder andere Gesprächspartner, nur um die entstandene Stille nicht aushalten zu müssen. Früher hatte man in solchen Fällen noch die Gelegenheit, seine Umgebung wahrzunehmen. Heute schirmt das vorgehaltene Stück Kommunikationstechnik gleich einem eisernen Vorhang jegliche Einflüsse ab. Das geht sogar so weit, dass sich Menschen gegenüber sitzen und direkt auf das Beepen und Fiepen einer Instant-Messenger-Applikation reagieren, die das Geplappere von Nichtanwesenden übermittelt, obwohl sich doch ein gesprächswilliges Gegenüber in greifbarer Nähe befindet. Die unterschwellige Nachricht, die dem anderen dabei zukommt, ist folgende. Das Plastikding mit dem berührungssensitiven Bildschirm ist gerade um so vieles interessanter als du. Danke, ein direktes Arschloch hätte es auch getan. Wen verwundert es da noch, dass beim Surfen und Kommunizieren durchs World Wide Web nebst geöffneten Fenstern von Chatprogrammen, Nachrichtendiensten und Videoplattformen noch ein Fernseher mit seichter Berieselung Marke RTL Mittagsprogramm läuft, das perfekt auf das Surfverhalten abgestimmt ist. Inhaltsleer und nichtssagend, denn der Verstand ist gerade anderswo beschäftigt und nicht aufnahmebereit. Auch hier dient die nebensächliche Berieselung nur dazu, etwaige Lücken zwischen den einzelnen Klickvorgängen, die sonst mit Stille angefüllt sein könnten, zu überbrücken. Nicht vorzustellen, sollte sich der Ausfall der Strom- und Handynetze einmal zur gleichen Zeit ereignen. Der moderne Mensch würde wohl bei all der Stille, die ihn plötzlich umgibt, durch das ungute Gefühl von Lärm, das sie verursacht, verrückt werden. Traurig, aber wahr.